Jo, Hallöchen, wir sind zurück hier bei unseren Dinos, checken jetzt auf jeden Fall erstmal das Monster der Untiefen Event und gucken hier natürlich rein, was geht hier, was können wir hier machen. Also wie gesagt, da bin ich natürlich selbst gespannt, wen wir hier mit einsetzen. Aus dem Grund wird es natürlich nicht ganz so leicht für uns, aber ich denke, wenn wir uns nicht ganz so blöde anstellen, müssten wir vielleicht so ja packen können. Ich weiß es nicht, ich würde erstmal sagen, wir werden erstmal ein bisschen was anderes machen, und zwar habe ich natürlich noch ein Dino hier gerade im Labor. Aus dem Grund würde ich sagen, checken wir den erstmal ab, gucken erstmal, ob wir den eventuell irgendwie auf Stufe Nummer 11 gepimpt kriegen. Also das wäre natürlich nice aus dem Grund. Oh jo, das sieht auf jeden Fall cool aus. Das haben wir geschafft. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So muss es sein. So muss es laufen. Der Megalodon, den werden wir erstmal jetzt füttern und dann werden wir den eventuell im Kampf mit einsetzen. Ich meine, der hat auf jeden Fall megamäßig viel Power. Klar, Lebenspunkte technisch ist es nicht so pralle, aber ich denke, der hat sich auf jeden Fall schon ein bisschen gemausert. Aus dem Grund ist alles soweit schick, ist alles soweit gut. Ich meine, ich kann mich nicht beschweren. So, sehr schön. Das Foto wollte ich auf jeden Fall nochmal haben. Aus dem Grund haben wir alles richtig gemacht. Haben den jetzt auf Stufe Nummer 20. Können den eventuell im Kampf mit einsetzen. Gucken wir uns auf jeden Fall mal an. Aber wie gesagt, ich will hier erstmal nochmal reingucken und checken, ob wir hier eventuell noch ein, zwei Dinos pimpen können. Also das wäre natürlich cool. Den können wir auch auf jeden Fall weiter pimpen. Ich würde sagen, das machen wir auch erstmal. Entwickeln den erstmal für eine Stunde und gehen dann erstmal in unser Monster der Untiefen Event und gucken da erstmal nach, was so geht. Wie gesagt, wen wollen wir mitnehmen? Da bin ich mir natürlich selbst nicht ganz so sicher, wenn wir den einsetzen. Ja, klar, könnten wir machen, aber ich glaube, wir würden dann da gleich am Anfang vor den Deckel kriegen. Von daher weiß ich natürlich nicht, ob das so sinnvoll ist. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ist natürlich nicht so leicht. Gut, aber trotzdem sagen, dass wir den mitnehmen. Den mitnehmen. Und dann nehmen wir, müssen wir eigentlich den hier mitnehmen, weil andere bleibt uns ja nicht übrig. So, machen wir das auch. Probieren wir mit den dreien mal aus. Also ich glaube, das ist natürlich nicht so nice, wenn wir den mit einsetzen. Dann würde ich sagen, probieren wir mit dem einfach mal aus. Gucken, ob wir mit dem hochreißen können. Also wie gesagt, ich bin gespannt. Wird auf jeden Fall ein harter Fight. Und ich glaube auch, die nächsten Kämpfe werden natürlich noch ein bisschen härter. Aus dem Grund müssen wir mal gucken, was so geht. Das ist natürlich nice. Hier können wir gleich mal den ersten Schlag Ruffjacken holen und sammeln natürlich erstmal den ersten Gegner und können jetzt natürlich ganz entspannt gucken, wie es weitergeht. Was macht er jetzt? Wie viele Schläge kloppt da ruf? Haut er alle zwei ruf? Nö, ein haut er ruf. Gut, okay, das reicht ihm natürlich auch. So kann er jetzt natürlich noch einen Schlag blocken, wenn mich nicht alle täuscht. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal zwei mit in die nächste Runde. Der hat drei am Start. Wenn er angreift, sind wir am Arsch. Mit ihm greift er an. Das heißt natürlich, zwei kann er jetzt noch blocken. Wir könnten natürlich vier rufhauen. Machen wir auch. Ehen nehmen wir mit in die nächste Runde. Zwei blockt er. Das heißt natürlich, wir kommen durch, kloppen den natürlich erstmal weg und haben jetzt natürlich gute Karten, den Gegner hier platt zu machen. Erstmal müssen wir natürlich gucken, was der Gegner macht. Drei Schläge hat er. Investiert er zwei oder doch nur ehen? Zwei investiert er. Das heißt natürlich, ja, ehen Schlag kann er jetzt noch blocken. Aber ich glaube, mit vier Schlägen kommen wir auf jeden Fall durch. Aus dem Grund brauchen wir uns keine Platte machen. Den Sieg haben wir, 977. Also drei hätten natürlich schon gereicht. Von daher ist alles im grünen Bereich. Den Sieg haben wir am Start. Besser jetzt natürlich wieder mal nicht laufen können. Aber ich würde sagen, wir müssen uns jetzt erstmal auf den nächsten Kampf konzentrieren. Ich meine, da weiß ich jetzt natürlich nicht, was wir hier für heftige Gegner am Start haben. Die werden dann natürlich immer schwerer. Von daher wird es jetzt auf jeden Fall ein dicker Brocken, denke ich. So, dann nehmen wir den mit. Ah, der hat gleich zweimal so, ne? Alles klar. Dann nehmen wir den mit. Boah, und dann weiß ich's ja nicht. 200. Ist natürlich ein bisschen mies jetzt. Hätte ja gesagt, wir können den nur am Anfang abchecken, aber ich glaube, das ist nicht so vorteilhaft. Boah, aus dem Grund weiß ich jetzt ja nicht, was ich machen soll. Wen soll ich noch mit einsetzen?
Wir könnten nur den noch mit drin nehmen. Ich würde sagen, so machen wir das. Das wäre unsere einzige Chance. Klar, Lebenspunkte technisch ist das natürlich mega mäßig mies, aber ist egal, wir probieren es so einfach aus. Gucken einfach mal, was wir hier am Ende so reißen können, ob wir packen oder nicht, kann ich euch natürlich erstmal nicht so wirklich versprechen, aber wie gesagt, wir checken hier erstmal die Lage und gucken, was hier am Ende dabei rauskommt. Der wechselt erstmal seinen Dino. Gut, okay. Greift jetzt mit dem Schlag erstmal an. Dann würde ich sagen, wechseln wir unser noch erstmal. Und nehmen zwei Schläge mit in die nächste Runde. Den Schlag haut auch gleich mal ruft, das ist erstmal gut zu wissen. So, dann wechseln wir unseren hoch. Ah, das war natürlich stumpf, was ich jetzt gemacht habe. Ich hätte den anderen nehmen sollen. Aber ist egal. So, machen wir. Zwei hau ich ruf, zwei nehme ich mit in die nächste Runde. Damit hauen wir den natürlich erstmal weg und können jetzt natürlich abwarten und Tee trinken. Gucken, was der Gegner macht. Okay, der wechselt erstmal seinen Dino, hat jetzt noch zwei Schläge. Geht um mit Beta Ruf, alles klar, wissen wir Bescheid. Würde ich sagen, wechseln wir unseren Dino erstmal. So, und drei Schläge rufen, nehmen zwei mit in die nächste Runde und warten jetzt natürlich ab, was der Gegner macht. Also ich glaube, wir haben sehr gute Karten, hier den Sieg nach Hause zu fahren. Also, was soll jetzt noch anbrennen? Klar, jetzt kriegen wir mit Sicherheit eine vor den Deckel, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Nö, einen Schlag haut er nur ruf. Aber es kann uns egal sein, wir blocken erstmal zwei, gehen auf Nummer sicher und nehmen vier mit in die nächste Runde. So, alles klar, den haut er weg, aber wir können jetzt ganz entspannt mit alle drauf gehen, was wir haben und holen uns hier am Ende den Sieg. Haben natürlich nur zwei Meeressaurier behalten, das ist natürlich auch nice für uns, aber außerdem weiß ich jetzt ganz genau, dass der letzte Kampf natürlich eigentlich unmöglich ist, also da müssten wir natürlich erstmal ein bisschen was investieren, um hier noch einen Fight machen zu können. Aus dem Grund würde ich sagen, checken wir natürlich den nächsten Gegner erstmal ab, gucken, was da so geht, ob wir da eine Chance haben oder nicht, kann ich euch natürlich erstmal nicht so wirklich versprechen, aber ich denke, wir probieren es einfach aus und lassen uns hier einfach mal überraschen, was hier am Ende so geht, ob wir hier das nächste Paket generieren können oder nicht, das ist natürlich die Frage. So, was haben wir hier für welche? Das ist natürlich wieder mal ein hartes Brot. Würde ich sagen, nehmen wir den auf jeden Fall mit. Den brauchen wir auf alle Fälle. Nehmen wir den auch mit, den nehmen wir auch mit. Und dann würde ich sagen, probieren wir mit dem. Dann probieren wir es mit dem hier. Und dann nehmen wir den noch mit. Also ich glaube, mit den dreien haben wir hier ganz gute Chancen, den letzten Kampf hier irgendwie zu gewinnen. Also wie gesagt, wir probieren es aus. Lassen uns einfach mal überraschen, was hier am Ende so geht. Also ich bin auf alle Fälle gespannt. So, den ersten Schlag nehmen wir mit in die nächste Runde. Warten ab, was macht der Gegner? Der greift erstmal mit zwei an, also eiskalt, gut, okay. Drei werden noch nie reichen. Würde ich sagen, der Gegner hat eh nur zwei Schläge am Start. Nehmen wir gleich nochmal alle drei mit in die nächste Runde. Warten ab, was er jetzt so macht, greift er nochmal an. Jo, das ist natürlich nice für uns. Ich glaube, besser jetzt natürlich ja nicht laufen können. Wir können jetzt ganz entspannt angreifen mit 1, 2, 3 Schlägen. Und dann nehmen wir einfach drei mit in die nächste Runde. Hätten wir vorher gewusst, hätten wir natürlich anders machen können. Aber das Gute ist, wir haben jetzt natürlich gleich wieder mal 7 Schläge am Start. Von daher haben wir, denke ich mal, alles richtig gemacht. Haben wir auf jeden Fall die Nase vorne. Und müssen jetzt natürlich gucken, wie der Gegner agiert. Wie viel haut er auf? Alle drei. Das ist natürlich für uns wieder mal die optimale Lösung. Weil der Gegner kann nicht blocken. Wir haben 7 Schläge am Start. Haben jetzt natürlich noch einen Klassenvorteil. Von daher hätte es wieder mal wirklich nicht besser gehen können für uns. Also wie gesagt, wir hauen alle drauf, was wir haben, wie wir brauchen, war drei, wir brauchen 4 Schläge, nehmen drei mit in die nächste Runde und haben dann auf alle Fälle so gut wie sicher unser Paket.
So, 2 kommen durch, das heißt natürlich, das reicht am Ende, das ist natürlich nice für uns, so muss es sein, so muss es laufen, richtig cooles Ding, richtig fette Kiste, so, dann gehen wir weiter, haben wir den Sieger am Start, haben jetzt natürlich das nächste Paket auch generiert, können jetzt gleich mal gucken, was hier geht, was wir hier bekommen. Den Ankylosaurus, gut, okay, den können wir eigentlich relativ gut gebrauchen. Ich würde sagen, das Amphibienaufstellung, das werden wir natürlich im nächsten Let's Play einfach mal checken. Gucken wir einfach mal rein, was so geht. Hier haben wir natürlich schon 3 Sieger am Start. Das ist natürlich cool für uns. Also aus dem Grund würde ich sagen, müssen wir hier auf alle Fälle weitermachen. Sind für heute erstmal wieder durch. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.